So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Workers and Resources. So, wir bauen jetzt hier. Wir machen jetzt ein bisschen was. Wir versuchen mal hier so ein bisschen, ne? Sachen bauen, die teuer sind. Aber können wir das doch ohne machen? Ne, können wir nicht. Müssen wir mit. Ach, da geht unser schön teuer verdientes Geld in die weg und so. So, wir machen hier eine Steilküste. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen, ne? So. Jetzt haben wir hier ein bisschen gerade, ne? Weil das ist verkehrt. Den wollte ich haben. So. Ja, gut, also. Da sollen wir runter. Irgendwie sollen wir da runter. Wo ist er jetzt hier? Da und der, ne? So. 26, 27. 27% kriegen wir hin. So, das ist Maximum. Das ist aber auch, ne? Warte mal, das bauen wir mal. Ich mach das mal hier planungsmäßig erstmal hin. So, 26, 27%. Gehen wir noch mehr hin, irgendwie? 28, da war 28%. Super. Aber, warte mal, da müssen wir runter, ne? So, wir bauen immer hier hin. So, ich stelle den mal da hin. So, den haben wir denn. Straße da runterbauen ist, glaube ich, ein Unterfangen, das ist unmöglich. Das kriegen wir, glaube ich, gar nicht hin. Ich weiß gar nicht, wie wir da eine Straße runterbauen sollen. So, die Sache mit Helikopter ist gar nicht mal so doof. Die nehmen wir mal mit. Die bauen wir mal mit ein. Dafür brauchen wir noch mehr Platz hier hinten, nämlich. Ach ja. Warte mal. So. Wir brauchen hier irgendwie eine Landepad sozusagen. So, passt das da irgendwie hin? Ich weiß nicht. Mal gucken. Helikopter. Hubschrauberlandeplatz. So. Das ist doof. Rooftop. Pass mal, passt da hin? Passt da nicht hin. Spielt ja noch keine Rolle, wie der ist, ne? Hospitalhelikopter. Zeppelin. Rooftop, da. Können wir nicht verbinden. Schade, das wäre natürlich cool, wenn wir das verbinden können, ne? Können wir aber nicht. Das hängt ein bisschen in der Luft. Das sieht ein bisschen kurios aus, das Ganze. Haben wir nicht was auf dem Boden? Wieso haben wir hier eine Straße, sag mal? Das ist ja furchtbar. Eine Straße will ich gar nicht haben. Gibt's hier nicht anders? Das ist genau das gleiche Spiel. Heliport. Haben wir sowas in den Mods nicht irgendwie was drin? Oh Gott, jetzt findet das mal. Jetzt findet das mal hier. Wie heißt so ein Teil? Station? Oder Station? Wo ist das drunter? Sportplatz. Was haben wir hier? Strom, Tankstelle, Sportplatz. Rundfunk, Kirche. Wie heißt denn sowas? Helikopter haben wir gar nicht. Ladestation auch nicht. Haltestelle eventuell. Da, Plattformstation, richtig. So, jetzt haben wir mal gucken, ob wir es finden. Da sind die beiden mit drin. Haben wir noch was anderes? Nee, haben wir leider nicht. Old Passenger Terminal. Ich meine, wir hatten doch noch ein anderes, ne? Für Fracht, für Personen. Passagierhubschrauberdeck. Ach du großer. Da ist was. Da ist was Kleines. Der ist sozusagen optimal. Ich glaube, der wäre sogar optimal. Den können wir sozusagen. Den können wir überall hinstellen. Der hat keine. Oh Gott, der hat keinen. Na gut. Wie viel geht denn da drauf? Welcher war das jetzt? Der hier, ne? 50 Arbeiter, ich meine, das spielt ja keine Rolle. Die sollen ja nur da rauf, die sollen ja nicht runter. Der wäre natürlich cooler, ne? Kannst du mehrere Hubschrauber auf mal hochjagen, ne? Das wäre natürlich cooler, das Teil. Wäre, wenn es denn passen würde. Was nicht tut. Alter, wir müssen da so viel vom Berg noch hochschaufeln, ne? Da kannst du bis zu 3 Hubschrauber vom Helikopter hochjagen.
Aber andersrum würde so einer auch reichen, ne? Theoretisch würde er reichen, weil dann hast du Platz für. Ja, wenn der eine gelandet, weggeflogen ist, kommt der nächste ran. Dann kriegst du es auch voll. Ne? Das würde funktionieren. Erstmal sehen, dass wir hier eine Straße runterkriegen. Das ist, glaube ich, das Mittelspiel, das größere Problem, was wir haben. Wie kriegen wir hier eine Straße runter? Warte mal, wie kriegen wir am besten hier eine Straße runter? So, da vielleicht eventuell? Nee. Eventuell hier auch nicht. Okay. Oh Gott, das wird ein Spaß. Da kommen wir niemals hier unten an. Niemals nicht. Wir können doch nicht mal einen Tunnel graben. Das passt auch nicht, weil der wäre der Tunnel von hier bis da oben. Also das wäre ja, ne? Aber gut, das passt hier auch nicht hin, ne? Wie weit müsste denn der? Können wir hier mit ran? Eventuell? Alter, wie hoch müssen wir denn da? Warte mal, ich mach mal ein bisschen höher. Ich mach mal nur Spaß, weil wir bauen mal was ganz Lustiges hier. Ach, das ist auch gleich noch gebaut. Ach du Himmel. Das wollte ich jetzt gar nicht. Das wollte ich jetzt gar nicht. Nein! Ach, das wollte ich jetzt gar nicht. Warte mal, bau das wieder, reiß das wieder ab hier. Ball ist weg. Huiuiui. Wo ist denn der? Da. Na. Weg. Weg. So. Hallo Schneehals. Schön, dass du reinschaust. Herzlich willkommen. Moin, moin. So, erstmal eine Straße hier. Und da ist eine Straße erstmal hier raus. Mal sehen, wie weit können wir denn? Bis dahin. Wir bauen mal was, wir versuchen mal was. Hügel im Weg. Wieso ist denn der Hügel im Weg? So, jetzt geht's aber, ne? So. Runter, runter, runter. Immer schön runter. Das wird eine interessante Straße, muss ich sagen. So. Die kommen da nie da oben an. Die kommen nie da oben an. Das wird nichts werden. Das ist immer eine Straße, wa? Das muss ich mal sagen. Das ist die Brücke was kostet der Spaß? 700 und... Nee, das wird nichts werden. Reiß das mal wieder ab. Wie gesagt, wir stehen auf Löschhubschrauber. Ich glaube, das ist die bessere Methode. Lass mal hier eine Straße rausbauen. Wir bauen mal bis dahin. So, wunderschön. Dann nehmen wir den Helikopterport, den wir gefunden hatten. Wo hatten wir den gefunden? Ich glaube, irgendwo hier. Helikopter. Ne, warte mal, das war woanders. Das war nicht da. Das war Flugplatz, ne? Hier vorne. Frachthubschrauber ist es nicht da. Die hier. Der Kleine. Das wäre der. Ach nee, warte mal. Wir haben noch ein mittelschweres anderes Problem. Und zwar Wasser und Abwasser. Das ist ja noch mal viel schlimmer, das Ganze. Das ist ja noch viel ringer. Wasser, Abwasser haben wir nämlich hier oben. Da ist nämlich einmal Wasser und da ist einmal Abwasser. Und da kommen wir nicht hin. Das ist zu hoch. Die Brücke des Todes, ja, auf jeden Fall. So, mach das mal weg hier. Wo war es da? So. Und wir müssen das Förderband irgendwie da runterkriegen. Das Förderband muss auch da irgendwie hin. Dafür muss das umgebaut werden. Ich glaube, wir haben uns hier Blödsinn ausgesucht. Wirklich Blödsinn. Aber mal so richtig. So.
Muss von A nach B gehen. Ich hab, ist mir schon klar. Das würde gehen. Halt eben, das muss irgendwie daran, ne? So, wenn wir jetzt hier einen anderen nehmen. Wenn wir den abreißen. Den aber abreißen. Zack. Ein bisschen abreißen, hier will ich. So. Ach, jetzt hätte ich auch mal den nehmen können. Egal. Reiß den mal ab. So. Wupp, weg ist er. Gut, dann müssen wir noch den hier abreißen. So. Und die Straße muss auch leider noch weg. Komplett. Mach das mal weg, das Zeug. Dann bauen wir da mal einen anderen hin. Und zwar so einen brauchen wir, ne? So, das würde gehen. Das ist der andere natürlich im Weg, ne? Alter. Das ist auch noch ein langes Stück hier. Das ist ja furchtbar. Warte mal, dann müssen wir den noch abreißen. Warte mal. Hallo? Hallo? Warum nicht? Warum willst du nicht abreißen? Das geht, aber hier nicht. Warum nicht? Hallo, ich will das abreißen. Sekunde mal. Bezahlen. Ach, der war schon abgerissen, sozusagen. So, dann mache ich das mal das Zeug hier. So, bups, das Ding ist weg. Gut. Jetzt kann das, passt der andere damit dahin. Wo war der jetzt? Da und dann den hier, ne? So. Das geht. Da kommen wir bis dahin ran. So, wunderbar. Jetzt die Geschichte hier unten nochmal verbinden. Von da nach da. Brückenpfeiler können nicht gebaut werden aufgrund der Infrastruktur unter. Warum nicht? Jetzt sag mir nicht, das geht nicht. Mhm. Den hier vielleicht. Er will davon nicht hinbauen, weil... Ja, ganz klar. Wir hätten ihn nicht wegreißen dürfen, weil das passt nicht zusammen mit dem, weil hier die Leitung hängt. Die Gondel sozusagen hängt da am Weg rum. Die Gondel hängt da am Weg rum. Dann müssen wir das anders machen. Müssen wir die abreißen einmal. So. Dann bleibt es hier kurz mal stehen und jetzt wollen wir sehen, ob wir es jetzt dazwischen gebaut kriegen. Von da nach da. Haut hin. So. Wunderbar. Warte mal. Jetzt die Gondel. Wo war die jetzt da? Die große, ne? Aber das geht doch. Bloß wir hatten ja keine Straße bei dem, ne? Der hatte keine Straße. Länge. Höher können wir nicht, ne? So. So was Abrisswahn. Oh mein Gott! Doch, doch. So geht's. So. Jetzt müssen wir da oben irgendwie ran. Das ist noch viel interessanter. Von da oben irgendwie ran. Da kommen wir hier sowieso nicht hin. Und da auch nicht, ne? Kommen wir so nicht ran. Nein. Wir nehmen mal den hier. Der kommt da ran. Und der kommt gar nicht daran, ne? Da vorne ja. Das ist klar. Da wollen wir aber nicht hin. Wir wollen ja... Warum nicht hier drüben hin? Alter Freund, du kriegst hier noch ein mittelschweres Kind. Das ist so einer. Verkehrt rum. Was ist das für einer? Da kommen wir nicht hin, das ist nicht wahr, ne? Wieso kommen wir denn da nicht hin? Weil da die Straße im Weg ist. Diese blöde Straße ist da im Weg. Willst du mir denn hier irgendwas geben? Auch nicht. Gut.
Weil die Straße da im Weg ist. Ach, das ist zum Reihen. Kriegen wir das denn hier hoch? Wenn wir das hier hinbauen, das Teil. Warte mal. So, bau das mal dahin. Mal gucken, ob wir jetzt diesen Förderturm dazwischen kriegen. Alter, willst du mich verkohlen? Wie eng muss ich das denn bauen, bitteschön? Das würde, ja gut, aber da müsste ich bis dahin, oder was? Da einen hin und dann? Dann wird's gehen. Jawohl. Gut, Straße kriegen wir nicht raus, ne? Dann hoffen wir mal, dass nicht brennt. So, gehen wir ein bisschen schön hier. So. Zack. Dann kommen wir auf jeden Fall da oben hoch. So, das haben wir schon mal hin. Das Ding steht auch. Ja, fehlt natürlich Wasser, Abwasser, ne? Das ist das Problem noch. Das Problem ist, wir wissen immer noch nicht, ob das funktioniert. Wir wissen immer noch nicht, ob das geht. Ob wir genug Leute hier raufkriegen auf dieses kleine Plateau da. Wo holen wir die denn? Die sollen ja auch nicht so weit weg sein, ne? Das wäre ganz günstig irgendwo hier, ne? Müllcontainer sind überfüllt. Gesundheitsrisiko. Ach, du hältst das im Kopf nicht aus. Ich werde hier noch zum, ne? Wo haben wir denn Müll hier? Haben wir gar nicht Müll? Doch, hier ist Müll. So, bau das mal dahin. So. Aber hier haben wir noch, das Ding ist noch lange nicht voll. Also das, ich hoffe mal, dass wir genug Leute rankriegen, die dann einmal hier arbeiten wollen. Ich glaube, wir brauchen noch so ein Türmchen mehr. Wir brauchen noch mehr so eine Rosttürme. Das nützt alles nichts. Und dann bräuchten wir... Wir haben ja keine Arbeitslosen. Wir haben ja verflucht nochmal keine Arbeitslosen. In dieser kleinen, winzigen, wunderschönen Stadt. Das ist voll Panne, ist es. Hier unten wäre ja auch noch Luft, ne? Hier unten können wir auch noch welche hinstellen für Häuser. Und dann per... Läuft das denn? Können wir das machen? Alter Freund. Vielleicht per Tunnel irgendwie hier hoch. Weil Kindergarten ist ja vorhanden. Schule ist da. Aber das ist, steht alles ein bisschen, da hat der Zoo nicht richtig nachgedacht. Das hätte ein bisschen hier oben stehen müssen. Ne? Also wir können da noch irgendwo... Wir kriegen bestimmt noch irgendwo ein paar Gebäude rein. So. Wie gesagt, wo waren wir stehen geblieben? Wir wollten... Genau geraten, Junge. Genau das ist mein Reden. Wenn man Arbeitslose braucht, sind keine da. Ach, das ist so typisch. So, warte mal. Lande-Geschichte. Wo war das jetzt hier? Da und dann... Fracht, nee, das hier, ne? Da. Der Apparat. Der Apparat. Der müsste irgendwo hier mit her. Das wäre ganz cool. Oder wir holen es... Oder wir bringen uns den hier unten hin. Hier können wir den auch nämlich hinstellen. Und wenn wir Glück haben, laufen die Jungs, die mit dem Zug da runterkommen, da nämlich hin. Apropos Zug, wir haben doch irgendwo eine... Da ist doch hier, da ist doch... Was war das? Irgendwo haben wir doch die U-Bahn hier, ne? Wo ist denn die U-Bahn? Guck mal, hier ist die U-Bahn, ist sie doch. Da ist die Untergrundbahn. Da ist ein Ausgang, da ist ein Ausgang. Hier kommen sie raus, gut. Das Ding ist aber zu groß. Was haben wir sonst noch? 50 Arbeiter, 250 Arbeiter. Wie krabbeln die da dran rauf, Leute? Ganz ehrlich jetzt. 250, 250, das gleiche, ne? Warte mal, das war schon gar nicht, das Ding ist schon gar nicht mal so doof. Das Tolle ist, sie hat keine Produktion, das kannst du überall hinbauen. Ich spiel keine Rolex, überall passt es. Frage ist nur, wohin? U-Bahn ist hier vorne, so. Da kommen wir ran. Dann haben wir hier einen Heliport. Aber die Frage ist, kriegen wir da... da kriegen wir noch... Das ist ja nur einer, ne? Ich würde ja gerne, wenn denn schon denn drei da stehen haben. Dann wäre das Coolste eigentlich hier unten. Hier am Bahnhof. Hier am Bahnhof eigentlich das Beste. So, das Teil dahin. Dieses große Ding. Wäre hier am günstigsten. Theoretisch. Richtig? Ich denke mal, ne? Dass man die Leute da wegsammelt. Was machen wir? Machen wir das? Machen wir es nicht?
Dann ist der Weg auf jeden Fall nicht so weit. So, kriegen wir irgendwie die Straße daran? Zugsignal ist im Weg. Was? Hier ist ein bisschen strammer hier. So. Zack. Dahin. Komm, den bauen wir jetzt mal. Wir können das Ganze mal bauen. Das kostet uns das 125.000. Wir machen das mal. So. Das Dumme ist, wie gesagt, wir haben immer noch hier oben das Problem. Das muss noch fertig werden. Oh ja, hier. Bau läuft ohne Probleme. Okay, wird noch gefertigt. Gut, wunderbar. Dann kann das hier gebaut werden. Und das hier. Und das da. Und jenes hier auch noch. So. So, und ihr produziert, hoffe ich nicht mal. Richtig viel. So, jetzt muss hier nur noch Wasser, Abwasser hin hier oben. Das ist das Schlimmste. Kostet uns der Spaß, kostet uns 200, etwas 1000. Na komm, hü. Machen wir. Das hier auch. So, haben wir. Gebäude hat keinen Strom, nicht genug Treibstoff zum Tanken. Ja, aber das hier ist erstmal interessant. Mal gucken. Mal sehen, was wir da rauskriegen. Ob das überhaupt funktioniert, wie gesagt, ne? Ach, ein anderes Ding fehlt auch noch, ne? Ein bisschen Strom wäre auch ganz toll, ne? So ein bisschen Strom wäre auch... Das wäre, glaube ich, gar nicht mal verkehrt. Mal erkennt Strom hier unten ran. Da oben kommen wir nicht hin. Vielleicht einen kleinen Verteiler bauen. Hier unten. Was ist das hier? Das ist Water. Noch eine kleine Pumpe dazwischen. Wasser da hoch. Ja, ist alles so einfach, ne? Produktion eingestellt. So, wie weit ist es hier? Ist noch nicht fertig. Was denn für eine Produktion? Nein, die Solarpaneele hat eingestellt. Das hält sie nicht aus. Weil wegen... Keine Leute, ne? Weil die produzieren ja auch Mondstrom. Mondstrom. Hm. So, warte mal, was ist hier los? Warte mal, da steht wieder einer rum. Es sind... 1, 2, 3, 2 sind frei. Warum steht er hier rum? Warum? Ich verstehe es nicht. Es ist mir ein Rätsel, warum der hier nicht weiterfährt. Der hat ein blaues Signal. Fahr los, komm los. Warum fährst du nicht weiter? Das ist nicht wahr, ne? Das ist ohne Scheiß nicht wahr. Das glaube ich einfach nicht. Das glaube ich einfach nicht. Können die nicht einfach einen Weg finden und basteln, die funktioniert? Das hat doch sonst immer funktioniert. Jetzt einfach mal nicht mehr? Alter Freund, das darf nicht wahr sein. Da wird man so ein bisschen gallig. Ganz kleine Idee. Denk mal, der Zug steht hier drin, ne? Da steht er. Voll beladen. Er darf mal wieder losfahren. Das ist nicht wahr. Das macht einen so ein bisschen sauer, ne? Weil das ist gutes Stahl. Das ist echt viel wert. Und das ist jetzt sozusagen im Schrott, ne? Weil der fällt jetzt nicht mehr raus. Der fällt jetzt nicht mehr raus. Warum eigentlich nicht? Wo ist denn der Zug überhaupt? Warte mal, ich kaufe mir noch ein mehr hier. Zack. Fährt er jetzt raus? Warum wird er nicht angezeigt? Wird nicht angezeigt, dass hier einer noch vor sich hin rumsteht und wartet? Ach, ich bin ja... Manchmal, da möchte man am liebsten aufgeben und sagen, weißt du was? Das hat keinen Sinn. Das hat keinen Sinn. So, hier oben ist Gemecker, ne? Kein Strom, kein Trinkwasser, keine Arbeiter. So, ihr kriegt alle einen Eimer und dann müsst das schon klappen, ne? Oder? Hier auch? Ist hier auch wegen was mit zum Meckern? Strom, ja, Strom fehlt hier. Joe, ich habe das mittlerweile aufgegeben mit den Zugverteilern. Die machen nur Probleme. Ich habe die mittlerweile vom Depot aus
auf die Routen gesetzt. Kann man natürlich auch machen. Das ist richtig. Das kann man natürlich auch machen. Das haben wir vorher auch getan, gleiche Art und Weise. Was ist das hier? Ach, das ist ein Tunnel. Gleiche Art und Weise gemacht. Lass mal weiterlaufen hier. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das ja einwandfrei. Das ist ja nicht das. Das Problem ist ja, warum finden die Wege nicht? Warum kommt der hier nicht raus, hier nicht rein? Das sind drei Gleise. Zwei sind frei und der fährt da nicht rein. Das ist eine Sache, die das geht mir nicht in den Kopf rein. Ich weiß nicht warum. Wir haben die richtigen Signale gesetzt. Haben wir. Genau, haben wir. Ne? Können beide reinkommen, können überall hinkommen, kein Problem. Aber die wollen nicht. Als wenn der losfährt, dass er schon sagt, hier, die Strecke ist genau die hier, da sollen wir hin, auf das Gleis. Aber wenn ein anderer schon reinfährt, ne, dann finden die nicht eine andere Route. Und das ist nervig. Wo fährt der denn hin? Fährt der auch ganz links? Fährt auch ganz links. Warum das denn? Warum fahren die alle ganz links? Warum fahren die alle ganz links? Ich verstehe das nicht. Ist mir ein Rätsel. Und Probleme sind da nicht. Die können überall hinkommen. Die können überall hinkommen. Ich verstehe es nicht. Ist mir... Naja. Vielleicht muss man auch nicht... nee. Was ist das hier? Güterzug hierfür. Okay, das Öl wird immer knapper. Das Öl wird immer knapper, das Problem. Lass mal, das mal, machen wir anders. Wir schrauben mal ein bisschen weiter runter. Auf 150 hatten wir vorher auch, ne? So, wir kriegen nicht genug Öl hier raus. Sag mir nicht, das Zeug versiegt ja auch noch. Das wär der Hammer. Na? Alter Freund, du hast hier wirklich 45 Baustellen. Ja, wir müssen erstmal sehen, dass es hier oben läuft. Gottes Willen. Das ist so ein bisschen, ne? Warte mal, Wasser, Abwasser. So, lass mal auf Pause. Spielt keine Rolle. Wir können auch laufen lassen. Abwasser ist hier. Kriegen wir dann auch irgendwie einen Verteiler ran? Das ist bestimmt ein Mikrorohr, ne? Was hier läuft. Hier unten irgendwo ein Verteiler hin. Und hier nochmal eine Pumpe zwischen. Eine kleine Pumpe von mir aus. Von daher hier hoch. Hier nochmal eine kleine Pumpe ran. So, Wasser. Abwasserbrunnen entlade. Was haben wir hier? Aufbereitet. Wo ist die Pumpe? Da. Pumpe klein. Genau, die Pumpe klein ist super. Nee, Pumpe klein ist doof. Wir brauchen Pumpe groß. So, die brauchen wir. Pumpe groß. Die stellen wir mal dahin, ne? So. Die können wir auch gleich theoretisch bauen. Hätten wir gleich bauen können. So, und einmal Abwasser. Warte mal. Hier sehe ich wieder nichts. So, da oben hin. Einmal einen Wasseranschluss hier oben hin. Hä? Warte mal. Bis dahin kommen wir. Brauchen wir gar nicht so weit. Den stellen wir einfach hier oben hin. Fertig ist die Laube. So, zack. Fertig mit dem. Was mit Abwasserstation? Genau das gleiche Spiel. Die braucht gar nicht so weit. So, da, zack, fertig. Dann haben wir das nämlich. Und jetzt können wir jetzt hier einen Verteiler bauen. Da. Bisschen dichter ran. Irgendwo hier, ne? Ich würde mal sagen, da so hin. Da können wir nicht. Dann wir uns mal hier hin. Zack. So. Und dann reißen wir das Rohr mal runter hier. Zack. Reiß mal ab. Ach, das Ding ist verkehrt rum. Stopp. Stopp, das Ding ist verkehrt rum. Das Ding ist verkehrt rum. Ich hält es nicht aus. Oh Mann, doch. So nochmal. Wo ist das Teil da? Abwasserzufluss. Der muss so rum. Genau. Mach mal weg. Hü. Dahin. So rum. So, kleines Röhrchen ist es, ne? Einmal dahin. Einmal daran. Und der hier einmal da oben hin. Kommen wir nicht hin, weil. Geht nicht. Von da vielleicht runter einmal. 2 Meter Tiefe bis dahin und dann bitte daran. So, läuft. So.
Und jetzt mit Wasser genau das gleiche Spiel, ne? Pause, Sekunde. Einmal das hier fertig bauen. Zack. Und einmal Wasser da rankriegen. So, Wasserrohr abreißen. Ist einmal hier. Bis dahin. War es ein kleines Wasserrohr, was wir da dran hatten? Ein mittleres. Auch nicht, warte mal. Was war garantiert ein kleines? Jawohl. Daran und von da nach da. So. Und das hier, warte mal, wo ist das jetzt? Hier drüben. Da nochmal da oben hin. So. Jetzt haben wir Wasser, ne? Jetzt müssen wir hier Wasser. Wasser pumpt, pumpt. Das ist gut. Hier ist noch ein Stück Straße, das nochmal fertig gebaut werden muss. So. Hier ist Wasser da. Abwasser funktioniert. Hier genauso. Und hier ist auch Wasser vorhanden. Super. Und dann müsste hier oben auch Wasser sein. Gebäude hat keinen Strom. Ja gut, das ist immer das kleine Problem, aber das kriegen wir gleich hin. So, machen wir hier wieder klar Schiff. Strömchen. So, wir brauchen so einen kleinen Verteiler hier. Der muss irgendwie... Gott, wie bauen wir das denn jetzt? Der muss... Den bauen wir einmal dahin. Dann reißen wir einmal die Leitung ab hier. Bis dahin. Und dann neu, ne? So. So, einmal von hier. Und dann darüber. Zack, läuft. Und einmal Strömchen. Wo ist denn jetzt Strom? Haben wir, ach ja, das haben wir da oben, ne? Haben wir doch gar nicht. Warte mal, haben wir keinen Strom da oben gebaut? Sekunde, Umspannwerk. Können wir auch hier unten hinbauen. Sozusagen. Dahin. Muss ja nicht ganz nach oben, ne? Tut ja gar nicht nötig. So, einmal da ran und der muss einmal hier runter, ne? So. Zack. Jo, jetzt müssen wir Strom. Hier ist Strom. Warte mal, das Ding ist. Ja, ne? Hat Strom. Was ist hier los? So, jetzt ist da. Gut. Strom ist vorhanden, da ist Strom. Hier auch, ne? Keine Arbeiter. Okay. Hallo Beringer. Schön, dass du reinschaust. Herzlich willkommen. Moin, moin. Hast du auch Müllhubschrauber? Ach stimmt, die brauchen, produzieren ja auch Müll. Richtig. Stimmt, die produzieren auch Müll. Jetzt haben wir das, jetzt haben wir das umsonst gebaut. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das ist natürlich doof. Jetzt haben wir keinen Müllhubschrauber. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Frachthubschrauber, was ist denn das jetzt hier? Frachthubschrauber, ja doch, hier. Das müsste doch gehen. Der ist mit Müll kompatibel, sozusagen. Ne, das müsste so gehen, pass mal auf. 12.000, ich baue den mal dahin. So, jetzt bräuchten wir eine Parkposition, aber die haben wir, glaube ich, in der Stadt, ne? Haben wir nicht immer hier eine Parkposition? Ist das hier? Ne, ist es nicht, ne? Haben wir keine Parkposition? Ne, haben wir nicht. Wir bräuchten noch so eine Parkposition, sozusagen. Die können wir ruhig hier hinbauen. Weil das wird ja noch mehr werden, ne? Wo ist das hier? Da. Parkposition 30. Warte mal, wo ist das Helikopter? Hubschrauberplatz, genau so ein. Wir bauen mal so einen hier hin. Zack. Ist nicht ganz schön, aber immerhin. Jetzt gleich mal gucken, ob wir einen Müllhubschrauber haben. Ich weiß es nämlich nicht. So, haben wir so einen Hubschrauber. Neues Fahrzeug kaufen. Ach Mist, das ist nur ein Platz für einen, ne? Aber der Flieger soll ja eigentlich nur hin und her fliegen. Gebrauchte Fahrzeuge kaufen. Was? Neues Fahrzeug. Was haben wir denn hier? Passagiere, Fracht gibt es, glaube ich, gar nicht, ne? Doch, hier. Ne, er fährt kein Müll, fliegt kein Müll. Müll macht er nicht. Das ist jetzt doof. Das ist jetzt doof. Das ist jetzt doof. Schade. Wieso nehmen die keinen Müll mit?
Tja. Bau eine Werkstatt. Daran. Warum? Weil wir hier unten hätten wir es hinbauen können. Das große, ne? Dann können wir das hier abreißen. Haben wir mehr Platz, ne? Alles klar, Joe. Bis dann. Dir auch einen schönen Sonntag. Hau rein. Ja, leider. Jetzt haben wir das Müllproblem. Das wird sich aber nicht ändern, ne? Das kriegen wir nicht weg. Das ist das Problem. Gemischter Müll. Kriegen wir nicht weg. Frag mich nicht, wie wir das hier runterkriegen sollen. Ich weiß es nicht. Dann wird er auch repariert. Okay. Das stimmt. Das stimmt eigentlich. Aber wird das auch, wird das für beiden? So. 30.000, ich baue mir den mal hier hin, so. Gut. Ja, dann machen wir das in der nächsten Folge. Versuchen wir mal die Hubschrauber da zu starten. Mal gucken, was passiert. Ist denn hier schon Leute da? Nicht genug Treibstoff zum Tanken. Okay, hier sind auf jeden Fall noch keine Leute da. Ich hoffe mal, das kriegen wir hin, wenn der Zug kommt. So, ich würde sagen, ja, die Folge ist durch. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Haut rein und tschüssi.